Heute haben wir zu Gast Johannes Hötter, Co-Founder und CEO von Kern AI. Hallo, herzlich willkommen, Johannes. Hi, Bernhard, grüß dich. Wir unterhalten uns heute über euer Startup, bisschen mehr als 2 Jahre alt, ein Startup im Bereich künstliche Intelligenz, entstanden über ein Beratungsbusiness. Und das musst du uns genauer erklären. Und du kannst auch gerne schon davor anfangen, jetzt zu deinem Werdegang. Sehr, sehr gern. Ja, ich bin Johannes Hötter, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker und Data Engineer. Bin jetzt so im Bereich KI seit knapp 6 Jahren. Für mich war damals so der erste Berührungspunkt eine eher spielerische Applikation, nämlich Style Transfer. Das war so eine Web-Applikation, mit der man Bilder vom Hund oder von der eigenen Katze quasi hochladen konnte und anschließend wird das dann im Stil von Van Gogh oder Picasso nachgezeichnet. Und ich habe, bevor ich irgendwie die ganze Informatikgeschichte gestartet habe, sehr viel in der Kunstschule gelernt und hatte deswegen diesen Begeisterung dafür, dass man mit Informatik was Künstlerisches machen kann. Das hat mich damals sehr, sehr stark gepackt und deswegen bin ich schon vor 6 Jahren in KI sehr stark eingedrungen. Das war für mich das absolut fachlich interessanteste Thema. Und genau, hatte dann aber auch schon immer eigentlich diesen Wunsch, gern früh in Projekten zu arbeiten. Also ich kam in meinem Bachelor, habe ich in einer SAP-Beratung gearbeitet als Werkstudent neben meinem Wirtschaftsinformatikstudium und fand das immer schön, in Projekten zu arbeiten und wollte es dann eben bei KI machen, aber auch gern auf eigene Faust und habe dann in meinem Masterstudium, das hatte ich am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam gemacht, meinen auch jetzigen Mitgründer Henrik kennengelernt und wir haben dann angefangen, einfach in verschiedenen Projekten zu arbeiten. Also wir haben Wetterprognosen gebaut, sowas wie, wo blitzt es jetzt in den nächsten 5 bis 90 Minuten, also auf Basis von dann beispielsweise Satellitendaten und darauf quasi Prognose zu machen. Wir haben Datenbank-Chatbots gebaut, die man dann beispielsweise irgendwie an ein SAP-System anbinden kann und dann fragen kann, wie viel habe ich noch von Material 4711 in Köln auf Lager, also so eher im Sprachbereich. Haben auch Projekte gemacht, eher im E-Commerce-Bereich, also dass wir irgendwie Prognosen gemacht haben, welche Artikel im Warenkorb, die bestellt wurden, noch storniert werden, auf Basis dann von User- und Produktdaten, auf Historiedaten. Und sind dann irgendwann in ein Projekt gekommen, wo wir uns mehr und mehr nicht mit der Modellarchitektur beschäftigen sollten, weil da gab es eben entsprechend schon die Data Scientists in dem Unternehmen, sondern vielmehr uns damit beschäftigen sollten, dass eine unglaubliche Menge an Rohdaten in Form von PDFs vorlagen. Und jetzt die Frage war, wie man die irgendwie umgestalten kann, dass daraus Trainingsdaten werden. Ja, dass das dann diese Data Scientists im Unternehmen gut nutzen können, um einfach die Performance des Modells und entsprechend des Prozesses verbessern kann. Und daraus ist unser jetziges Software-Startup geworden, also aus der Beratung quasi in den Projekten rein in die Software-Entwicklungswelt. Und genau, das ist eben Kern AI geworden. Mhm. Und da bauen wir rundherum Software für Entwickler, um eben mit Trainingsdaten zu arbeiten. Okay, mit deinem Co-Founder Hendrik Wenk von schon damals, wie du beschrieben hast, in der Beratung habt ihr zusammengearbeitet. Was ich eben nicht verstanden habe, kurze Nachfrage, Kunst, das hast du eben so eingeworfen, Interesse dafür, wie hing das zusammen und was hast du daraus gemacht? Mhm. Ja, also ich habe sehr, sehr lange, also so vom 10. bis 20. Lebensjahr unglaublich viele Mal im Bereich Kunst gemacht, also bei Kunstwettbewerben teilgenommen. Ich war in einer Kunstschule. Wie, also malen oder? Unglaublich gern gezeichnet, hatte auch lange neben. Genau. Ich hatte auch lange geplant, Architekt zu werden erst. Also das mit der Informatik war gar nicht immer das Ziel, sondern das kam dann eher erst in den so rund um 17, 18 rum auf, dass ich das sehr, sehr interessant fand. Sondern für mich war es ganz lange irgendwie das Künstlerische, was ich so spannend fand. Und deswegen hat dieses Style Transfer komplett irgendwie meine Aufmerksamkeit gewonnen. Und das heutige Dali hat entsprechend, also wo man irgendwie sehen kann, man gibt irgendwie einen Text ein, daraus generiert man ein Bild. Das ist alles irgendwie sowas, was mich einfach komplett begeistert hat, ohne es schon direkt irgendwie programmieren zu können. Mhm. Und das war für mich einmal damals einfach der perfekte Einstieg, irgendwie diese Brücke zwischen Interessensgebiet rund um Kunst und Zeichnen und Malen und so weiter
rein in die Informatik. Okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das dann beeindruckend findest und auch inspirierend schon, was da passiert ist, so an der Schnittstelle. Im Grunde, selbst wenn wir nichts damit zu tun hatten, als Laien, da draußen auch alle Menschen haben das mal hier und da gesehen. Über Social Media, irgendwelche Screenshots oder welche, auch jetzt gerade mit, was du sagst, DALL-E, ja, dass man da so ganz abstruse, aber irgendwie auch beeindruckende Kunstwerke sieht. Das wird ja auch dann natürlich geteilt auf sozialen Netzwerken, weil das hochspannend ist. Und damals Style Transfer, hast du nur so einen Nebensatz gebracht, war auch deshalb beeindruckend, weil du wirklich jetzt ein konkretes Beispiel irgendwie sozusagen ein Objekt nehmen konntest und da drauf einen Style geben konntest von ganz woanders. Also konntest du quasi vermischen die Dinge, ne? Oder was fandest du da am witzigsten? Ja, absolut. Also ich habe wirklich die verschiedensten, also ich kann mich genau daran erinnern, dass das ein Nachmittag war, dem ich einfach nur nach und nach Bild von meinem Hund Nico hochgeladen habe und die ganze Zeit irgendwie geguckt habe, wie sieht das denn jetzt im Stil von Van Gogh aus? Und dann konnte man immer genau diese ganz bekannten Bilder auswählen, daraus quasi den Stil kopieren und dann entsprechend das irgendwie rekreieren. Ich habe davon auch irgendwie Poster, weil ich das so toll fand, also irgendwie so begeistert hat. Und das war irgendwie was, wo ich dann auch irgendwie zu Freunden, Bekannten, Familie gegangen bin und allen erstmal gezeigt habe, wie toll denn dieses neu gezeichnete, von der KI gemalte Bild ist. Also es einfach komplett diesen Begeisterungsfaktor komplett getroffen hat. Und ja, für mich eben der Anfang mit KI war. Ja, okay, diese Schnittstelle. Stil zu transferieren zum Beispiel. Und das wäre jetzt so eine bisschen übertriebene Überleitung vielleicht, aber auch so auf der Metaebene hast du Bock, was zu kreieren, zu bauen. Und jetzt baust du damit ein Startup. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so weit hergeholt, ne? Weil, erzähl mal hier vielleicht, klar, ihr seid in der Beratung auf ein Problem gestoßen, woraus ihr ein Produkt und ein Startup bauen konntet. Aber es gibt auch viele, das höre ich immer wieder, die sogar so starten mit der Idee, wirklich ein Produktbusiness zu machen. Also die sagen so, guck mal, wir machen jetzt erstmal Beratung, aber das ist Mittel zum Zweck. Wie seid ihr losgelaufen damals? Genau, also wir hatten eigentlich genau diese Überlegung, dass wir rauskriegen wollten, was für Probleme existieren im Markt. Wir hatten natürlich irgendwie dieses generelle Verständnis, dass irgendwie was mit Daten passieren muss und dass irgendwie KI interessant ist und so weiter und so fort. Aber wir wollten es einfach selber erleben, also selber in den Projekten drinstecken und merken, was genau sind denn da wirklich die Probleme. Ich wollte mit dem Henrik gut verstehen, ob wir beide sehr eng, sehr viel zusammenarbeiten können und ob wir uns schnell in die Haare bekommen. Deswegen war das auch so ein Stück weit ein Testlauf fürs Gründerteam. Wir wollten einfach so ein bisschen ja, loslegen, erstmal mit Projekten eine Grundlage finanziell einfach verdienen, um dann erstmal eine Zeit lang Software entwickeln zu können. Also das war für uns einfach so diese drei Faktoren. Das, was wir als Software jetzt gebaut haben, das war nicht das erste Produkt, was wir in der Beratung gebaut haben, sondern wir haben mehrere MVPs irgendwie über die Zeit gebaut, jeweils immer mit der Überlegung, ist das gerade ein Problem? Können wir dazu eine gute Lösung bauen? Und was würden sehr frühe User dazu sagen? Und genau, hatten das schon mal vorab mit dem Produkt gemacht, was dann aber wir relativ schnell wieder verworfen haben. Und das, was wir jetzt gebaut haben, ist aber sehr früh auf wirklich so großes Interesse gestoßen, dass wir da halt eben weiter dran gearbeitet haben. Okay, und das davor, das Produkt, das war dieses One Task. Genau, also das war quasi dieser Dreh, den wir gemacht hatten. Wir hatten zuerst, weil wir viel in diesen Projekten drin waren, in denen wir wirklich die Architektur festgelegt haben und die Modelle gebaut haben und dazu beraten haben, Workshops gemacht haben. Ja, also quasi Unternehmen, die vorher noch gar nichts im Bereich KI gemacht haben, denen haben wir geholfen, den ersten Use Case zu finden und da zu entwickeln. Das war irgendwie oftmals so das Setting. Deswegen Okay. hatten wir auch damals irgendwie uns überlegt, dass wir ganz gern so in Richtung von einem No-Code-Tool irgendwie, womit man diese KI-Pipelines bauen kann. Das war so die allererste Produktidee, die wir in der Beratung entwickelt hatten. Die hatten wir auch dann aber relativ schnell verworfen, weil wir mit Usern festgestellt haben, dass das zwar grundlegend von der Infrastruktur, also den Algorithmen her möglich ist, aber doch immer sehr stark dieser Wunsch war, da noch einen wirklichen Experten mit dabei zu haben. Falls man doch noch irgendwie was falsch macht beim Bauen oder falls man einfach so ein schlechtes Gefühl. Also ich glaube, da geht es mehr um dieses Leute abholen und früh irgendwie
Verständnis dafür aufbauen, weil KI einfach so undurchsichtig oftmals ist. Und es waren entsprechend auch die Trainingsdaten oftmals ein Problem, dass wir gesagt haben, das wird wahrscheinlich erstmal schwierig. Da sehen wir jetzt nicht den Riesenwert, den wir generieren können. Und das war halt aber eben komplett anders, als wir dann dieses Trainingsdatenproblem angegangen sind. Okay. Also als wir gesagt haben, wir gehen jetzt von dem überhaupt nicht technischen User zur Gegenseite, also zu Entwicklerinnen und Entwicklern und schauen mit denen in den Projekten, was sie sehen. Haben jetzt mit dem Produkt auch was gebaut, was irgendwie stark diese Schnittstelle zwischen Entwicklern und Fachbereich irgendwie fördert, aber genau, also es ist nicht die allererste Produktidee gewesen, die wir in der Beratung entwickelt haben. Okay, und Trainingsdatenprobleme hast du ja unabhängig davon, ob du jetzt mit Bildern zu tun hast oder mit Sprache. Und bei Kern-AI geht es vor allem um natürliche Sprachverarbeitung. Das ist das Problem. Warum das? Warum habt ihr euch dafür entschieden? Aus zwei Gründen. Einerseits glaube ich, dass Sprachverarbeitung etwas ist, was jetzt schon einen großen Bereich einnimmt von KI, also schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle es dazu gibt, in dem wir auch jetzt schon stark unterstützen können. Das ist aber auch einfach der Bereich, in dem wir auch die meisten zukünftigen Anwendungsgebiete auch sehen und die meisten letztendlich Anwendungsfälle auch für Unternehmen. Also ich mag ganz gern diesen Vergleich. Schauen wir uns an, wie wir jetzt beispielsweise mit Software agieren, dann ist das sehr stark über grafische Schnittstellen. Also ich klicke einen Button oder ich habe irgendwie einen Workflow, durch den ich mich klar durchklicke. Da kann man jetzt schon unterstützen und jetzt schon Sprachverarbeitung einsetzen, um in Software interessante Anwendungsfälle umzusetzen. Aber ich sehe es auch insofern als Zukunftsgebiet, dass wir vielleicht mehr und mehr in die Richtung gehen, dass wir natürlich sprachliche Schnittstellen zu Software haben. Ja, also das hat mir damals gesehen in der Beratung, diesem Projekt, wo wir einen Datenbank-Chatbot gebaut haben, was insofern sehr interessant war, dass man einfach wirklich die Software wie eine Person, die das ganze Datenbankwissen hatte, betrachten konnte und einfach mit dieser Person chattet. Ja, und das hat irgendwie ganz neue Interaktion mit dieser Software gefördert. Deswegen sehen wir das als Bereich, der jetzt schon ganz viel bietet, aber in Zukunft eben noch mehr. Wir sehen aber auch, dass man da wirklich am meisten noch erschaffen kann. Also natürlich Sprache ist so grundlegend komplex. Also da gibt es so viel, was man beachten kann, was man beachten muss. Und da haben wir noch das größte Delta irgendwie für Werkzeuge für Entwickler und Entwicklerinnen gesehen, wo wir jetzt schon eben entsprechend guten Mehrwert stiften können. Kombiniert mit dem Wissen, was wir eben halt in NLP, also Natural Language Processing, haben. Deswegen war für uns relativ klar, dass wir uns darauf fokussieren wollen und auch irgendwie müssen. Okay, ganz cool. Und der Name, steht da für irgendwas? Kern, also geschrieben wie das deutsche Kern AI? Ja, also es ist, kommt so ein bisschen aus verschiedenen Blickwinkeln. Wir hatten ursprünglich, hießen wir, wie du gerade schon gesagt hast, OneTask. Von dem Namen hatten wir uns ein Stück weit verabschiedet, weil wir zu oft als To-Do-App rein vom Namen her irgendwie wäre auch so worden. Meine Deswegen Assoziation überlegt, was können wir Neues nehmen dabei, und hatten dann überlegt, was können wir denn Gutes nehmen. Also wir wollten was sehr Kurzes, Knackiges haben, damit man da irgendwie auch nicht Ewigkeiten am Buchstabieren ist, wenn man irgendwie mal den Namen sagt, was irgendwie einen Bezug hat zu KI, und dieses Kern war irgendwie für uns sowas. Ja, wir gehen gerade in eine Grundproblematik in der Entwicklung von KI eben an. Das waren so die Hauptideen und am Ende hat es irgendwie allen gut gepasst. Alle waren sehr zufrieden. Wir haben ein schönes Logo zugezeichnet. Und so ist es mehr oder weniger dann zustande gekommen. Okay, witzig, weil es ist ja ein deutsches Wort. Also ich meine, das hätte man ja auch Core irgendwie blibelbub nennen können. Und da wären wir ja auch schon fast so in die Richtung, die wir gleich besprechen, so Core, Open Source, Open Core, Geschäftsmodell, das hängt ja alles irgendwo hier bei euch zusammen. Aber dann verstehen wir so grundlegend erstmal, worum es geht. Also Trainingsdatenprobleme im Bereich natürlicher Sprachverarbeitung. Das Thema kennen wir als wirklich wachsendes Thema. Jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwie Alexa oder whatever zu Hause. Also Sprachverarbeitung oder Interfaces über Sprache mit auch Maschinen sind im Kommen, gekommen, um zu bleiben. Es wird eher zunehmen.
und hilft, wie hilft mir dabei konkret jetzt euer Startup und auch die Lösung, die ihr baut? Die heißt ja, wenn ich das richtig gesehen hatte, Refinery. So bin ich ja auf dich nochmal aufmerksam geworden. Also dazu kommen wir gleich zu, auf LinkedIn gepostet hattest. Aber vielleicht, wie Genau. helft ihr Ja, konkret? Das also müssen wir verstehen. Refinery ist, ja, also Refinery ist herkommt von dem, dass wir sagen, Rohdaten sind nicht die Trainingsdaten, die du am Ende des Tages einsetzen kannst. Also lass uns irgendwie einen ganz, ganz simplen Anwendungsfall, das ist auch einer der häufigsten, wenn man irgendwie im NLP-Bereich startet. Es ist das Verständnis, ob ein Text positiv, neutral oder negativ gemeint ist. Ja, also irgendwie vielleicht auf LinkedIn oder Twitter irgendwie Kommentare. Wie kann ich das einstufen? Und der Text alleine, der bringt mir jetzt nicht direkt sonderlich viel, wenn ich eben so ein Modell trainieren möchte, sondern ich muss daraus ein Trainingsdatum machen. Und das ist insofern ein Problem, dass man einerseits sich überlegen muss, Modelle, die wir heutzutage bauen, die brauchen davon nicht 5 oder 6 Beispiele, sondern die können wirklich von sehr vielen Beispielen, mit sehr vielen meine ich wirklich im Bereich von zigtausenden, können die entsprechend lernen. Das heißt, man muss irgendwie diese Skalierung hinbekommen von Rohdate zu Trainingsdate. Und gleichzeitig möchte man aber natürlich eine Qualität sicherstellen, weil das, was man einem Modell an Trainingsdaten liefert, was falsch ist, also wo ich beispielsweise einen offensichtlich positiven Text als negativ kategorisiert habe bei diesem Aufbereiten, na dann, da bringe ich dem Modell was Falsches bei. Das heißt, wir haben dieses Problem, wie kriegen wir Rohdaten in Trainingsdaten auf einer skalierbaren Ebene, aber eben mit einer guten Qualität. Und das ist überhaupt nicht einfach grundlegend. Und genau da kann eben unser Tool eingesetzt werden. Ja, also wir machen diese Skalierung möglich, indem wir das aus einer wirklich manuellen Aufgabe zu einer programmierbaren Aufgabe gestalten und halt eben noch verschiedene Aspekte draufsetzen, um die Datenqualität zu prüfen. Okay. Und damit haben halt Entwickler die Möglichkeit, in diesen Prozess mit einzusteigen und halt diese Aufgabenstellung, Rohdaten, Trainingsdaten zu konvertieren, eher als Programmieraufgabe zu sehen. Okay. Das heißt, ihr habt ein Tool, eine Software gebaut für Data Scientists, Engineers, Developer, die in dem Space was bauen, Lösungen bauen. Kann sehr viel sein, nehme ich mal an. Also, es gibt ein ganz großes Spektrum, was man natürlich ja Verarbeitung, Sprachverarbeitung zu tun hat. Und da löst ihr das Problem, indem das Händische reduziert wird. Das, was du sonst so ein bisschen manuell beobachten musst, pflegen musst, kann ich jetzt mit Refinery von euch programmiert, automatisiert machen. Ja? Exakt, genau. Okay. Okay. Dann lass uns mal da noch tiefer einsteigen. Also Refinery habt ihr geopen-sourced vor kurzem? Das ist jetzt vielleicht ja, ein paar Wochen her, kannst du gerne mal erklären. Ich bin auch so nochmal auf dich aufmerksam geworden, weil du das dann auf LinkedIn gepostet hast, beziehungsweise vor allem die Traction gepostet hast. Denn ihr habt wirklich sehr, sehr schnell 900 Stars oder so erreicht. Und das ist ja schon mal ordentlich, ne? Also Stars ist quasi für alle, die GitHub vielleicht doch nicht kennen da draußen, ist die Währung, so ein bisschen wie Likes, Social Media, gibt es Stars auf GitHub. So, unter anderem, und daran kann man sehen, wie viel Traction so eine Library hat, die open sourced wurde. Und eure Library hat eben tatsächlich über 900 Stars. Jetzt, ich schaue gerade mal rein parallel, 927 Stand heute, aber als du gepostet hast, waren es auch schon irgendwie über 800. Ne? Aber vielleicht nochmal hier zum Verständnis, die Geschichte hin zu Open Source für euch, wie ihr das gemacht habt, dass es auch so erfolgreicher Launch wurde. Ja, ich kann mir auch vorstellen, viele Open Source was und keiner sieht's, hört's oder sonst irgendwas. Also muss man auch irgendwie vorbereiten und direkt danach Refinery noch mal ein bisschen mehr im Detail für uns jetzt beschreiben. Sehr, sehr gern. Also wie es quasi auf diesem Weg hin zum Open Source Launch kam, war, wir hatten ja aus dem ersten Projekt gemerkt, dass wir da an einer interessanten Problemstellung dran sind. Das war erstmal das Grundlegende und dass wir es geschafft haben, was bei diesem konkreten Projekt, was vorher mehrere Wochen gedauert hat, also so 8 bis 10 Wochen, diesen Prozess, den haben wir auf ein Zoom-Meeting reduziert. Das war damals die Ausgangslage, wo wir gemerkt haben, okay, da sind wir wirklich spannend dran. Und
Wir haben entsprechend nach diesem Projekt mit unserem MVP geschaut, wie können wir das jetzt an weitere Entwickler verteilen, um einfach noch mehr Feedback einzusammeln, zu verstehen, was sind eben Use Cases, was daran ist, was erste User total begeistert, was ist vielleicht nicht so spannend. Ja, also einfach noch mehr über diese Problemstellung wirklich zu verstehen. Und was uns dabei aufgefallen ist, ist, dass wir eine große Begeisterung auslösen konnten, aber wirklich um jeden User enorm kämpfen mussten. Also wir hatten einen unglaublichen Aufwand hinter jeden einzelnen User zu gewinnen. Das heißt, wir hatten nach ein paar Monaten so um die 25, 30 User. Und Ja, wie habt also ihr die gewonnen, die, mit denen wir auch Johannes? wirklich dann eng. Ja, also mit engem Ja, Austausch, also die haben wir 25. sowohl irgendwie. Ja, das war sowohl, indem wir geschaut haben auf Twitter, auf LinkedIn, ja, auf verschiedenen Plattformen, wo sind Data Scientists unterwegs, mit denen wir Kontakt aufnehmen können. Und wir haben sehr viele Absagen erhalten. Ja, also bei weitem nicht, dass jeder sofort irgendwie das machen wollte. Und wir haben natürlich auch irgendwie aus unserem Netzwerk geschaut. Wir hatten ja schon zuvor auch mit Unternehmen gearbeitet, ob wir das da auch mal platzieren können, einfach um mit denen einen Test zu gehen und zu schauen, wie wird diese Software eingesetzt? Was aber halt eben oftmals ein Grund dafür war, und das ist was wir halt eben gelernt haben in dieser Zeit, war, dass Entwicklern unglaublich wichtig war, dass sie das nicht nur in einer Demo irgendwie mal vorgestellt bekommen und irgendwo in der Cloud Zugang haben, sondern dass es, um einfach mal diese Software kennenzulernen, wichtig ist, die Möglichkeit zu haben, das lokal zu installieren und damit rumspielen zu können und potenziell an etwas, was noch nicht perfekt passt, auch Änderungen machen zu können. Ja, also schlichtweg Open Source. Das ist das, was wir einfach in dem Prozess gelernt haben. Und da hatten wir schon wirklich mit diesen Usern, die wir mühsam gewonnen haben, schon viel an der Software gearbeitet. Das heißt, wir waren schon sehr gut darin, irgendwie Feedback einzuarbeiten und kamen immer mehr zu diesem Punkt, dass wir gemerkt haben, das ist jetzt wirklich was Spannendes. Aber wir hatten dann einfach diese Fragestellung, wir bauen jetzt gerade was Tolles, aber wie kriegen wir das denn möglichst breit gefächert rausgestreut? Ja, also wir wollen nicht nur was Tolles bauen, wir wollen auch, dass die Welt davon erfährt. Und wir haben halt Open Source, weil wir gemerkt haben, das ist ein ganz klares Entwicklertool von einer Audienz, die ja letztlich Open Source ein Stück weit als Kriterium sieht, um überhaupt damit zu spielen und das auszuprobieren. Überlegt, was sind mögliche Wege, mit denen wir einerseits diesen Leuten einfachen Zugang gewähren, andererseits uns aber auch das Geschäftsmodell nicht komplett kaputt macht. Ja, weil wir wollen ja auch damit irgendwie oder müssen wir auch irgendwie Geld verdienen. Und da gibt es diesen Ansatz und der ist sehr beliebt, einen Open-Core-Ansatz zu fahren. Das heißt, wir geben diese Software als Single-User-Applikation komplett Open Source bereit. Ja, das heißt, man kann als einzelner Entwickler oder Entwicklerin diese Applikation runterladen und damit halt Projekte angehen. Und das haben wir halt eben Open Source und das ist unglaublich gut gestartet. Okay, genau. Und vielleicht direkt danach, wie habt ihr es geschafft, dass es so gut gestartet ist? Und dann direkt danach auch nochmal, kannst du uns einen besseren Überblick geben zu Refinery? Wir haben verstanden, worum es geht, aber es muss noch ein bisschen anfassbarer werden. Vielleicht kannst du auch direkt nochmal konkret werden, was Use Cases angeht. Sentiment Analysis hast du gesagt, aber das nochmal so ein bisschen konkreter machen. Was bedeutet das eigentlich, Trainingsdatenproblem lösen, automatisieren, programmierbar machen? Das ist noch nicht so richtig anfassbar. Das musst du uns mal gleich genauer erklären. Aber ich will nicht zu viele Fragen gleichzeitig stellen. Vielleicht vorher aber noch kurz noch, wie ist es euch Sehr gerne. gelungen, diesen Launch so erfolgreich zu machen? Denn ich habe immer, immer wieder hier im Podcast, waren auch schon viele zu Gäste, mit Startup-Gründern, Gründerinnen zu tun, die auch darüber nachdenken, zu Open Sourcen oder schon geopen sourced haben. Also hier zum Beispiel ZenML. Ja, da war der Founder hier im Podcast oder Cthulhu, vielleicht kennst du auch dort. Den Gründer ist auch gerade dabei zu Open Sourcen. Das heißt, dieses Thema kommt immer und immer wieder. So, was war euer Hack, wenn man so will? Ja, wir haben den Open Source Launch nicht nur als einen einzigen Tag betrachtet, sondern wir haben uns wirklich überlegt, das Ganze wie ein Projekt mit mehreren Meilensteinen zu sehen. Das heißt, wir haben uns zuallererst überlegt, wie wird denn eine Person, die irgendwie auf dieses GitHub-Repository, also auf dieser Plattform, auf die Applikation aufmerksam wird, wie können wir das also in verschiedene Phasen einteilen? Das heißt, wir haben erst überlegt,
Die Entwickler, die gibt es ja schon draußen. Und wir versuchen jetzt nicht irgendwie auf unserem Blogpost irgendwas zu schreiben, dass wir die alle zu unserem Blogpost leiten, sondern die sind schon ihren Communities. Ein ganz simples Beispiel. DevTO, das ist so eine Plattform, das lesen relativ viele Entwickler morgens beim Kaffee. Ja, genauso tue ich das auch. Ja, und dann sehen wir da verschiedene Artikel und klicken uns dann durch und sehen, das klingt spannend, da schaue ich mal drauf. Das heißt, wir haben direkt zuallererst überlegt, wir müssen nicht versuchen, jetzt irgendwie allen Traffic erstmal auf unsere Webseite über Ads zu leiten, sondern es gibt diese Plattform schon, wie können wir denn auf den spannend werden? So, wenn wir da spannend sind, dann wird es genug Leute geben, die auf das Repository klicken werden. Wenn die auf dem Repository sind, was müssen wir machen, damit die möglichst schnell A verstehen, was wir machen und einen einfachen Einstieg haben? Das heißt, wir haben so rund 2 Wochen vor dem, oder vielleicht sogar 3 Wochen vor dem Launchtag unseren Fokus nicht mehr nur noch auf Features und Bugfixes, sondern wirklich auf Dokumentation gelegt. Also wir haben so viel Beispielanwendungen entwickelt, wir haben so viel einfach erklärende Texte geschrieben, irgendwie schöne Bilder und so weiter und so fort, die es einfach ja Lust auf mehr machen, wenn man erstmal auf dieses Repository gelandet ist. Und dann hatten wir eben genau diese Kombination, dass wir am Launchtag Posts hatten, die auf diesen Entwicklerplattformen sehr, sehr, sehr gut gelandet sind, also auch beispielsweise Hacker News, was uns dann rund 150.000 Views auf diesem Repository geliefert hat, also eine wirklich sehr, sehr große Menge. Und es dann wirklich viele Leute gab, die begeistert davon waren, wie einfach wir den Einstieg gemacht haben, dass sie wirklich einfach mal loslegen können, ein bisschen damit rumspielen können, beispielhafte Use Cases sehen, die man vielleicht mal nachimplementieren kann und so weiter. Und dadurch haben wir einfach sehr, sehr schnell diese initiale Open-Source-Traction bekommen. Mhm. Und das war auch für uns der erste große Launch. Das heißt, wir haben uns auch viel irgendwie befreundete Gründer in dem Bereich gefragt, also wie sie Open-Source launchen und so weiter. Das heißt, da gibt es, glaube ich, viele gute Tipps, die man befolgen kann. Genau, aber für uns war es einfach diese Vorbereitung, zu wissen, es sind mehrere Steps und nicht von Grund auf zu denken, man müsste die Community selber bauen, sondern wir bedienen uns an bestehenden Communities und versuchen da zu engagen. Mhm. Das hat enorm gut geklappt. Okay, cool. Und auch hier, wie bei uns allen, Attention Span ist kurz. Das heißt, wenn die Developer, Data Science Engineers mal auf eurem Repository unterwegs sind, sollen die sofort auch verstehen, hast du gesagt, und auch Bock bekommen, noch besser mitzumachen. Also Star geben, auschecken, selber mal loslegen, coden. So, das ist das, was ihr schaffen musstet und ihr habt es geschafft. Das kann man wahrscheinlich jetzt ein paar Wochen später so sagen, oder? Oder was würdest du vielleicht mal ganz kurz, bevor du Refinery noch einen besseren Überblick gibst mit Use Cases, würdest du sagen, es ist so gekommen, wie du dir das erhofft hast? Oder sogar besser? Wie guckst du da drauf jetzt von der Traction her? Ja. Also es lief echt wirklich besser als geplant, ehrlicherweise. Wir hatten natürlich schon große Hoffnungen daran. Und entsprechend, weil wir auch viel vorbereitet haben. Wir hatten es auch sogar eigentlich initial so geplant, dass wir die erste Woche nutzen, um einfach das Freunden zu schicken und die mal zu fragen, wie läuft denn die Installation und auch irgendwie im Unternehmen, mit dem wir schon arbeiten, ihr habt das bis jetzt irgendwie in der Cloud oder sonst wie genutzt, jetzt könnt ihr das hier mal Open Source verwenden. Das heißt, wir hatten eigentlich sogar noch später mit dieser initialen Traction gerechnet, noch gar nicht in diesem Maße, aber was wir halt sehen, ist, dass dahinter sich wirklich nicht nur Stars aufbauen, sondern dass es auch weiter aktiv viel gedownloadet, genutzt wird, dass wir dahinter eine Community aufbauen können und dass sich das Feedback immer weiter auch irgendwie anhäuft. Und ja, also das hat sich sehr, sehr ausgezahlt. Also cool. Das war eine gute Entscheidung, wie es aussieht. Okay, sehr cool. Und der Podcast hier ist ja auch irgendwo so ein Puzzleteil dabei oder auch Beweis, dass dieses Posting von dir geholfen hat, weil so bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und auch die Idee, die du hattest, ist ja dann hier für euch genauso sinnvoll. Die Daten-Business-Community wird dann auch jetzt nochmal informiert über euer Repository. Jetzt baut ihr selber eine Community, aber ich fand den Gedanken so schön, erstmal zu schauen, wo kann man selbst schon sichtbar sein, präsent sein, in anderen Communities, schon einfach selber erstmal eine aus dem so Boden zu stampfen. Ne? So, das habt ihr gemacht und das machst du jetzt hier gerade in Realtime auch und das werdet ihr wahrscheinlich auch weiter so treiben. So, jetzt musst du noch mal ein bisschen genauer auf Use Cases eingehen. Vielleicht reicht auch ein Beispiel, aber mal so wirklich ganz konkret, was mache ich denn jetzt mit Refinery? Also
Also vielleicht Sentiment Analysis oder eins dieser Beispiele, die ihr so schön präsentiert im Repository. Eins, was glaube ich, ganz schön diesen gesamten Prozess der Entwicklung von KI irgendwie widerspiegelt ist und auch zeigt, wo genau wir da exakt einsetzen. Dieser Anwendungsfall, ich möchte eine Conversational AI bauen. Ja, also eine AI, die irgendwie ich im Chat vielleicht einsetzen kann. Und wie quasi der Prozess ist ja oftmals irgendwie, man muss erstmal Rohdaten sammeln. Ja, also irgendwie hat man die schon im Idealfall oder man muss die irgendwie noch beschaffen. Dann kommt eben dieser Prozess der Aufbereitung und dann ist diese KI-Pipeline dahinter. Also das Training der Algorithmen, das Deployment und so weiter. Und einer dieser Use Cases ist halt eben Conversational AI zu bauen. Das heißt, wir nehmen diese Chats, die kann man in die Applikation reinladen. Das heißt, dann hat man da potenziell irgendwie 10.000 Chats, die man irgendwie labeln möchte. Und wir machen das so, dass wir einen Bruchteil davon, also unsere User, einen Bruchteil davon, also wir reden da vielleicht wirklich von 1-3% per Hand labeln. Das sind dann Referenzdaten, also welche, die ich nutzen kann, um zu evaluieren, wie gut wird später die Qualität meiner programmatisch gelabelten Daten. Dabei fallen oftmals Dinge auf wie bestimmte Keywords, es fallen auf bestimmte generelle Patterns. Man hat einfach ein paar Referenzdaten für ein Training von aktiv lernenden Modellen. Also das hat ganz, ganz viele Vorteile. Und sobald dieser kleine Bunch aufbereitet ist, dann fangen bei uns User an, Heuristiken zu implementieren. Heuristiken, das, wie der Name schon sagt, das ist einfach irgendwie eine programmatische Aussage, die nicht perfekt sein muss. Das heißt, ein Beispiel ist, ich habe Begrüßungen, die ich labeln möchte und ich kenne bestimmte Wörter oder ich weiß typischerweise, dass die, wenn die sehr, sehr kurz sind, die Texte, also ein Hallo, Ausrufezeichen, sowas beispielsweise, dann kann man schon fast auf die Länge gehen. Das muss überhaupt nicht perfekt sein, das muss gar nicht in 100% der Fällen genauso zutreffen, aber es ist ein educated guess, wenn man so möchte. Ja, also es ist nicht raten, sondern es ist besser. Und die kann man bei uns sehr einfach programmieren. Ja, sowohl irgendwie diese Machine Learning Modelle, die im Labeling mit eingesetzt werden können, als auch diese kleinen Funktionen. Ja, da gibt es ganz viele. Man kann auch irgendwie Drittanbietersysteme anbinden. Also da dreht sich ganz viel darum, diese Heuristiken zu bauen. Und was wir entsprechend machen, und das basiert alles auf Forschung irgendwie, die, also das haben wir auch alles gar nicht komplett von Grund auf neu erfunden, sondern da haben wir auf Forschungsergebnissen aufgebaut, die halt diese Heuristiken entsprechend zusammensetzt. Ja, das heißt, daraus, aus dieser Expertenrunde an Heuristiken am Ende des Tages gesäuberte, automatisierte Labels erzeugt. Und die heften wir entsprechend wieder an diese Datenpunkte an. Das heißt, wir kommen von diesem leicht paar Prozente manuell Labeln der Daten hin zu einem, ich programmiere Heuristiken und die fasse ich am Ende zusammen und daraus kriege ich einen programmatischen Ansatz. Oh. Damit habe ich dann vielleicht irgendwie 10.000 Chatverläufen habe ich vielleicht 9.700 dann aufbereitet. Also es bleibt vielleicht auch ein kleiner Teil übrig, den ich dann nicht habe, aber das ist nicht schlimm. Und die sind dann anwendbar, jetzt in diesem Fall Conversational AI, kann man die beispielsweise mit Rasa, das ist dann das nächste Open Source Framework, womit man dann die Modelle bauen kann, die kann man einfach anzapfen und entsprechend an diese Trainingsdaten weiterverwenden. Okay. Ja, das ist aber was, wo wir ganz oft gesehen haben, da wissen User selber, was sie nutzen möchten an Algorithmen, ob eigene Algorithmen komplett selber entwickelt oder nächstes Open Source Framework. Das ist, da sind wir gar nicht mehr so stark drin gebunden, sondern wir konzentrieren uns wirklich darauf, wie kriegen wir diesen programmatischen Ansatz hin von, ich habe meine Rohdaten und ich möchte daraus sehr schnell qualitative Trainingsdaten machen. Genau da sitzen wir an. Okay, und wie kriege ich es hin, dass die Qualität dann gut ist? Also du hattest ja gesagt, die Heuristiken müssen nicht perfekt sein. Sowas wie als Beispiel kurzer Text, wahrscheinlich eine Begrüßung. Aber da machen wir ja viele Fehler bei so einer Heuristik. Wie gelingt es mir dann, dass die Trainingsdaten trotzdem eine ordentliche Qualität haben? Ja, das ist eben genau das Zusammensetzen. Also es fängt eigentlich an bei den manuellen Daten, weil das sind ja unsere Referenzdaten, auf denen wir irgendwie aufbauen und die wir irgendwie nutzen, um diese Heuristiken zu bewerten. Und da ist beispielsweise auch, wo ein Multi-User
Ansatz dann interessant ist, wenn jetzt beispielsweise wir beide irgendwie dieses Problem angehen wollen würden, dass wir manuell labeln, sind wir gar nicht mal immer der gleichen Meinung. Ja, also es wird Fälle geben, wo wir unterschiedliche Ground Truths quasi setzen. Das heißt, da setzen wir schon an und bauen darauf ein Monitoring auf, dass wir zeigen, in folgenden Fällen stimmen Bernhard und Johannes jetzt beim Labeling beispielsweise gar nicht überein. Das heißt, da sollte man irgendwie schon ansetzen und versuchen, diese Subjektivität aufzuklären, falls irgendwie möglich. Ja, das heißt, tatsächlich fängt man beim manuellen Labeln an, um da eine gute Qualität aufzubauen. Bei den Heuristiken ist es dann eben so, dass dadurch, dass man sehr einfach mehrere aufsetzen kann und mit diesem Grad das quasi synthetisieren zu können, kriegt man eben entsprechend nicht nur die Performance der einzelnen Heuristiken, sondern eben das Gesamtbild. Und bei diesem Gesamtbild selber kann ich dann nochmal sagen, ich weiß, wie sicher sich die einzelnen Heuristiken jetzt gewesen sind. Das heißt, ich habe vielleicht ein programmatisches Label, was eine Konfidenz von 98% hat. Da kann ich mir sehr sicher sein, dass das genauso stimmen wird. Ich habe aber vielleicht auch programmatische Labels, die entsprechend dann nur eine Konfidenz von 10% haben. Die kann ich filtern, die kann ich stoppen. Dass ich die beispielsweise für mein Training nicht verwenden möchte. Ja, und dadurch kannst du quasi sicherstellen, ich habe eine gute Performance, ich habe eine gute Qualität und das auf einem hohen Skalierungsgrad. Andererseits kann ich mir aber auch genau die Fälle, in denen das programmatische Label nicht sonderlich, also wo ich mir nicht ganz sicher bin, die sind fürs Entwickeln der Trainingsdaten besonders spannend. Weil das sind genau die Fälle, wo ich sinngemäß in der Softwareentwicklung debuggen kann. Ja, also wo ich nochmal reingehen kann und versuchen kann, was könnte ich denn hier noch für eine Heuristik bauen? Oder warum habe ich eine niedrige Konfidenz? Weil das sind die Fälle, hier nochmal, wenn ich daran arbeite, meinen Trainingssatz komplett nochmal spannender machen, wenn ich den aufbauen möchte. Das heißt, ich kann mit eurer Software auch meine Heuristiken lernen, gewissermaßen. Also ich muss nicht alle schon selber vorschlagen, kann ich, aber ich kann auch im Laufe der Zeit feststellen, weil du meinst Genauigkeit der Heuristiken, welche sind denn jetzt gut und vielleicht komme ich sogar auf neue Ideen für Heuristiken darüber. Absolut, genauso wird es eingesetzt. Ja, okay, also cool. Wir haben Empfehlungen, wir wissen, was oftmals bei Use Cases schon gut funktioniert. Da können wir schon direkt, mit Vorschlägen helfen. Aber wir sehen das eben auch in der Anwendung, dass das macht Spaß zu sehen, wenn man das irgendwie in der Anwendung sieht. Das ist wirklich wie bei uns werden Trainingsdaten ein Stück weit wie Source Code betrachtet. Das heißt, man sieht, Entwickler haben ihre Heuristiken. Und irgendwann kommt dieser Moment, an dem sieht man, da ist eine neue Idee gekommen von einer neuen Heuristik, die wird schnell mal implementiert, das dauert ein paar Sekunden, ausgeführt und quasi einen Benchmark, also einen Vergleich aufgebaut, wenn ich diese neue Heuristik hinzufüge, wie wirkt sich das auf die Qualität und Quantität meiner Trainingsdaten aus? Kriege ich damit ein besseres Modell? Und das sieht man. Und das ist was, das man hat oftmals schon zu Beginn eine ganze Menge an Ideen, die man implementieren möchte. Aber es kommen auch im Prozess neue dazu. Mhm. Und das ist spannend. Okay, krass. So, und dann macht ihr jetzt auf eurer Plattform selbst nicht so viel Machine Learning, gehe ich von aus, aber hinten raus, zum Beispiel mit Rasa, meinst du, Modelle bauen, das ist dann sozusagen der andere Teil der Wertschöpfung, also Trainingsdaten bauen mit besser und besser werdenden Heuristiken, das ist das, was ihr macht oder eure Software. Da ist intern kein Machine Learning drin, oder doch? Doch, da ist auch Machine Learning mit drin. Also wir setzen auch Sprachmodelle ein, die schon vortrainiert wurden, die man mit integrieren kann. Okay. Wir haben auch nutzen beispielsweise auch Machine Learning, um nochmal besonders spannende Datenzusammenhänge irgendwie zu zeigen, also die sich Entwickler nochmal anschauen sollten. Da setzen wir Machine Learning selber mit ein. Okay. Das heißt, auch so eine Heuristik, das kann auch ein Machine Learning Modell sein. Sogar vielleicht sogar das Produktionsmodell, was man vielleicht sogar schon einsetzt. Das geht alles, weil wir sagen, wir sind nicht die, die am Ende des Tages das Modell, was du bauen möchtest, das deployen wir beispielsweise nicht. Weil wir sagen, da gibt es sehr viele nochmal weitere Open Source Tools oder da ist auch mal schon irgendwie eine Lösung irgendwie für da. Das heißt, wir bieten genau diesen Weg Rohdate zu Trainingsdate und wir versuchen das so einfach wie möglich für Entwickler skalierbar zu machen. Und dafür setzen wir auch Machine Learning ein. Okay, ihr setzt ja auch Machine Learning ein, habt vortrainierte Modelle
oder vielleicht auch irgendwelche Look-up-Möglichkeiten. Jetzt denke ich mal so an zum Beispiel Schimpfwörter oder einfach ganz klar negative Wörter. Wenn ich darüber ein Sentiment mache, dann sollte das eigentlich über ein Lookup sehr schnell so klassifiziert werden können, dass dieser Kommentar oder dieser Tweet oder whatever negativ ist, ohne dass ich da groß mit Heuristiken kommen müsste oder so, weil das einfach so klar ist, dass ich da mit einer Lookup-Tabelle oder mit einem einfach vortrainierten Modell, was es schon bei Hugging Face oder wo auch immer gibt, da ganz schnell zack, die Ergebnisse habe eigentlich. Genau, ja. Ja, also das sind genau diese Arten an Heuristiken. Das sind Lookup-Werte, das sind reguläre Ausdrücke, das kann, also ich meine, wir arbeiten auch beispielsweise gerne nicht nur mit Texten, sondern man kann auch, vielleicht hat man noch irgendwie die Quelle, ja, also dass man weiß, woher genau kommt, dass das kann vielleicht mal ein Link sein. Das heißt, wir können auch solche kategorischen Werte quasi noch mit hinzuziehen. Das heißt, darauf kann man auch programmieren. Aber ja, das sind genau diese Arten von Heuristiken, die man da super implementieren kann. Okay, sehr cool. Und Rasa hast du schon erwähnt, das wäre auch eine Frage gewesen von mir tatsächlich. Dieses doch sehr gut finanzierte, ich glaube A16Z ist da sogar rein, das war damals doch ein ganz großes Ding bei denen rein, in dieses Berliner Startup. Ihr sitzt in Bonn, korrekt? Mhm. Genau. Und die zweite Frage dann wäre Richtung Space. Genau, wir haben auch... Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Erzähl ruhig weiter, du wolltest gerade sagen. Nein, alles gut. Ja, also ihr sitzt in Bonn, ne? Korrekt. Genau, in Bonn. Wir haben auch, weil wir eben aus Potsdam gestartet sind, haben wir auch Teammitglieder, die noch aus Berlin arbeiten. Die meisten arbeiten in Bonn, ja. Okay, cool. Genau, also Richtung Rasa hast du schon geantwortet oder von dir aus schon von gesprochen. Das wäre meine Frage gewesen. Jetzt wäre die nächste noch Spacey. Und das Universum drumherum ist auch sehr, sehr groß im NLP-Space. Und die haben ja zum Beispiel diese Lösung Prodigy. Und das gehört alles ja zu Explosion AI. Und Prodigy, das ist so eine Art Labeling-Service, aber nicht Open-Source. Ist das ähnlich, aber eben nicht Open-Source? Wie hängt das zusammen, also Spacey, Prodigy und jetzt eure Lösung? Ja. Also wir setzen auch mitunter auf Spacey, also wir bauen auch auf Spacey zum Teil mit auf. Das heißt, wir sehen eigentlich einen modernen NLP-Stack, der irgendwie Open Source ist, dazu zählt Hugging Face, Spacey, aber auch beispielsweise, das ist noch nicht so bekannt, aber ich finde es grandios, ist Quadrant. Das ist beispielsweise eine Open Source-Lösung, mit der man sehr gut auf so einem Vector-Space, was eben sehr viel eingesetzt wird in moderner KI, Suchmaschinen bauen kann. Ja, also wir bauen selber auf Open-Source-Lösungen auf und Spacey gehört dazu, weil wir nutzen das beispielsweise, um Rohdaten, die reinkommen, direkt guten Informationsscheiben quasi schneiden zu können. Also diese Tokenisierung, die in der Sprachverarbeitung total wichtig ist, da setzen wir Spacey direkt für mit ein. Und Prodigy sehe ich auch als sehr, sehr gutes Tool, muss ich sagen. Ich sehe aber viele Lösungen in dem Bereich, für gute Tools und sehe trotzdem den Bedarf nach dieser Entwicklerlösung. Weil beispielsweise in Prodigy auch diese Möglichkeit hat, noch in andere Bereiche reinzugehen der Sprachverarbeitung oder auch irgendwie mit Kombination mit Bildern, aber für uns nicht diesen programmatischen Zweck abgebildet hat. Ja, also wir nicht gesehen haben, dass das diese Skalierungsfaktoren hat, die wir jetzt irgendwie in diesen Projekten dann als super, super wichtig gesehen haben. Nichtsdestotrotz sehe ich das, ähnlich wie auch bei anderen Tools, Prodigy auch unglaublich, unglaublich gut eingesetzt werden kann. Also ich sehe diesen Labeling-Space einfach als so divers, so groß, ja, dass es da verschiedenste Einsätze für gibt. Okay, war so eine naheliegende Frage, weil man die eben gerade im NLP-Space sehr gut kennt. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die machen wahrscheinlich, könnte man sagen, das manuelle Labeling besser. Aber wie du sagst, die Idee ist nicht so programmatisch, es zu lösen, wie ihr es macht. Also nicht einfach nur ein schöneres Interface fürs manuelle Labeling oder so, ja, wovon ich auch einige Startups schon mal hier und da gesehen habe, ja, sondern ihr macht schon was anderes, was wirklich Developer in allererster Linie anspricht, Data Scientists und Engineers, NLP Engineers. Okay, trotzdem das Geschäftsmodell hier nochmal zur Unterscheidung. Also Prodigy ist nicht Open Source, Spacey ist Open Source.
So, und wie macht ihr Geld dann? Also ihr seid jetzt Open Source, habt jetzt geopen sourced. Ihr habt mal Beratung gemacht. Ich nehme an, das bietet sich dann auch wieder als Support irgendwie an, aber vielleicht kannst du das mal erklären, Geschäftsmodell. Ja, absolut. Also es baut ganz stark auf diesem Open Core Ansatz auf. Ja, das heißt, relativ ähnlich aus der Sicht wie ein Freemium-Modell von einer SaaS-Lösung beispielsweise. Ja, also wir haben nicht alles Open Sourced. Das heißt, wir haben diese Single-User-Variante, die ist auf GitHub verfügbar. Aber wir bauen darauf noch Features auf, die wir halt sehr häufig in diesem Enterprise-Kontext sehen. Ja, also eine Person, die freizeitlich irgendwie Projekte daran umsetzen möchte, die wird da komplett glücklich mit sein. Aber Personen, die das dann eben in einem professionellen Kontext einsetzen wollen, die müssen schnell zu eben genau diesen Features greifen, die wir dann eben proprietär haben. Und damit verdienen wir maßgeblich Geld. Wir haben zusätzlich dazu noch auch eine Managed Version, das heißt, mit der wir das Hosting übernehmen, das heißt, man nichts selber aufsetzen muss, was auch nochmal quasi ein Teil des Geschäftsmodells ist. Aber das sind die zwei hauptsächlichen Punkte. Also einmal, dass wir nochmal so eine Premium-Feature-Kruste quasi um diesen offenen Kern haben und der halt irgendwie bei Enterprises besonders spannend ist und eben diese Managed-Variante. Okay, und das ist natürlich auch noch Zukunftsmusik. Natürlich, Johannes, weil ihr habt jetzt gerade geopen-sourced, also das heißt, viel von dem, was ihr euch so vorstellt im Geschäftsmodell, wird sich jetzt erst realisieren oder müsst ihr auch beweisen, das ist ja auch so Product Market Fit, der Gedanke dabei, ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr die Traction weiter aufrechterhalten könnt und auch konvertieren könnt am Ende mit diesem Bottom-up-Approach. Denn es ist ja schön, wenn viele eure Sachen auschecken, aber es müssen dann Entscheider am Ende sagen, okay, wir kaufen jetzt Support ein oder diese coolen Features, weil unsere Developer hier alle sagen, bitte, 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 wir brauchen das, wir nutzen das schon. So, das ist das, was ihr jetzt beweisen müsst, ne? Und ihr habt jetzt eine Pre-Seed-Runde schon geclosed. Das kommt wahrscheinlich auch noch mit rein, dass ihr in einer, ja, Situation seid, dass ihr Fundings sucht, oder? Also genau, beim Funding wird sich jetzt, also hat sich mit dem Open Source Launch eine ganze, ganze Menge getan. Da sind nicht nur Entwickler darauf aufmerksam geworden, sondern auch entsprechend Investoren. Dazu kann ich aber noch nichts Konkretes sagen. Genau, aber es stimmt natürlich, ich glaube, am Ende des Tages die Kommerzialisierung, also wir sind in Enterprise-Projekten schon drin, wir kommen aus einer Beratung, wir haben schon diesen. Ist irgendwie natürlich, dass wir schon schnell schauen wollen, wie kann man da auch kommerzialisieren, auch aus Open Source Software. Aber ich glaube auch, dass dieser Community-Gedanke daraus zu verkaufen, dass es eigentlich zwei Paar Schuhe sind. Das heißt, wir bauen diese Community auf, eben um zu verstehen, was lieben Entwickler, was müssen wir da noch besser machen. Ja, also wie kommen wir näher an diesen Product Market Fit dran? Aber ich glaube, dass es selten der Fall ist, dass man rein über diesen Bottom-up-Approach das Geschäftsmodell aufbaut. Das heißt, dass wir nur über die Entwickler heraus verkaufen, sondern es ist ja immer noch nach wie vor dieses Problem-Lösung-Thematik, die am Ende des Tages dann doch irgendwie, sag ich mal, ans Management verkauft werden. Und das heißt, ich glaube, das wird sich auch noch genauer zeigen. Also wir sind immer noch ein Frühphasen-Startup. Aber ich glaube, das ist genau dieses Spannende irgendwie mit dem, wir schaffen es gleichzeitig, eine Community aufzubauen, die dieses Produkt schon liebt und auch schon nutzt. Weil gleichzeitig wollen wir uns auch nicht nur darauf verlassen, dass das der einzige Weg ist, in dem wir kommerzialisieren werden, ist darauf zu hoffen, dass diese Entwickler das nach oben verkaufen werden. Ich glaube, da sind schon viele Startups dran gescheitert, nur sich darauf zu verlassen. Ja, ganz bestimmt, so im Sinne von, ah, der Umsatz kommt schon von ganz alleine und das ist natürlich nicht so. Was interessant ist, heute gelauncht auch auf Product Hunt, habe ich gesehen, auf LinkedIn hast du einen kurzen Post zu gemacht. Also ihr seid sozusagen der Launch, hast ja gesagt, geht in Schritten, ne? Also es ist Open Source, jetzt kommen noch andere Themen und Product Hunt gehört dazu. Das war heute. Ich schaue gerade mal rein, sozusagen in Real Time, habt ihr 57 Upvotes. Nummer 4 steht hier. Ich weiß nicht, ob das Tagesranking ist. So, und auch hier zapft ihr sozusagen die Community an und pusht nochmal
dieses Repository. Kannst du das nochmal kommentieren? Genau, das ist eben genau dieser Gedanke dahinter, was für Plattformen gibt es, auf denen schon ja, Early User eigentlich drauf sind. Und Product Hunt gehört da, glaube ich, ein ganz großes Stück mit dazu. Das ist vielleicht ist nicht exakt genau die Zielgruppe. Ja, also auf Product Hunt sieht man häufig, dass Dinge, die da besonders gut ranken, oftmals sehr kleine Sachen, also sehr kleine Produkte sind, die man in verschiedensten Sachen, also vielleicht ein Google Mail Add-on oder sowas beispielsweise. Deswegen passt es vielleicht nicht so genial gut wie ein DevTO von der Zielgruppe, wo wirklich eigentlich fast nur Entwickler unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz ist es eine Plattform, auf der sich viele Leute bewegen und man auch nochmal eine Sichtbarkeit gewinnen kann. Deswegen bin ich gespannt, wie das heute laufen wird. Ich hoffe gut, aber genau, das ist eben Teil von diesen mehreren Steps, die wir irgendwie im Launch machen wollten. Ja, okay, sehr cool. Also wenn dieser Podcast gelauncht wird, wir sind leider nicht ganz so real-time am Ende. Das heißt, wenn jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen reingucken, sind wir schon wieder ganz woanders. Aber jetzt gerade sieht es ja ganz gut aus. Also für den Tag Rang Nummer 4. Und es ist ja ganz viel Action immer unterwegs. Also das ist ja gar nicht mal so schlecht. Vielleicht schafft ihr heute sogar noch die Top 3. Tag ist ja noch lang, ne? Oder? Das wäre toll. Was sind denn... das ist 9 Uhr deutsche Zeit beginnt es. Okay, haben wir noch ein paar Stunden heute. Was sind so die wichtigsten Milestones vielmehr? Also ich meine, Funding kommt jetzt auf euch zu irgendwann, natürlicherweise, weil ihr Gas geben wollt. Und selbst wenn ihr Umsatz macht, ich gehe sehr stark davon aus, dass ihr nicht profitabel sein könnt damit dann. Weil dieses Community-Bauen, das zieht so viel Ressourcen allein schon. So, das heißt, ihr müsst irgendwann eine Seed-Runde closen, das ist also nächster Milestone, natürlicherweise. So, was kommt noch? Was sind so die für dich jetzt die wichtigsten Milestones der nächsten Zeit? Ja, ich gucke da vor allem aus dieser Produkt- und Community-Kombination raus. Das heißt, für uns ist natürlich wichtig, dass wir weiter Traction aufbauen, aber wenn wir jetzt beispielsweise nur auf diese GitHub-Stars schauen würden, glaube ich, ist es besser, dass wir 2000 GitHub-Stars erreichen und da eine enge Dichte an Enterprise-Usern in dieser Community haben, die das Tool auch wirklich gut nutzen und gut einsetzen, anstelle 10.000 Stars zu haben, die fast nur von Studis vielleicht kommen. Also das heißt, da wo vielleicht von hinter so einem User wenig Potenzial zur Kommerzialisierung besteht zum jetzigen Zeitpunkt. Das heißt, wir werden gucken, wie kriegen wir das genau in diese Richtung gedreht, dass wir genau die Community aufbauen, die uns helfen wird, das zur Profitabilität irgendwann mal hinzukommen. Und aus Produktseite, glaube ich, stehen in den nächsten Monaten auch noch unglaublich viele spannende Aspekte an. Ja, das heißt, momentan ist es, wenn du möchtest, ein labelzentrisches Tool. Das heißt, in dieser Raffinerie bauen wir aus Rohdaten Trainingsdaten, indem wir uns aufs Labeling konzentrieren. Aber tatsächlich gibt es noch weitere Blickwinkel, die zu genau dem gleichen Problem gehören, die wir jetzt noch nicht bespielen, aber wir schon in der Community als sehr wichtig feststellen. Ja, und ganz, ganz high level kann man das vielleicht so beschreiben, das ist das, was ich eingangs meinte. Natural Language Processing, also Sprachverarbeitung, ist von Grund auf unglaublich komplex. Und was derzeit passiert, ist, dass man durch ein Labeling in diese komplexen Probleme Klarheit und Struktur bringt. Aber wir entwickeln gerade das Produkt, und das wird sich in den nächsten Monaten dann mit neuen Releases zeigen, in eine Richtung weiter, mit dem wir schauen, diese komplexen Probleme in ihrer Struktur einfach grundlegend einfacher zu machen. Ja, also das Datenverständnis von diesen Machine Learning Modellen, nicht nur aus Labeling-Perspektive, sondern generell aus Sprachverständnis-Sicht, so einfacher zu machen, dass man ja nicht nur mit mehr Trainingsdaten vorankommt, sondern auch einfach mit einem besseren Sprachverständnis. Das heißt, da geht's sehr stark in den nächsten Monaten noch um eine ganze Menge Produkt-Releases, die dazukommen werden. Und ich hoffe, dass das einen immer weiter verstärkenden Effekt haben wird, dass wir sowohl mit der Community zum besseren Produkt kommen, aber auch dann die Community uns hilft, das Ganze rauszubringen und darüber quasi aufzubauen. Das wird sich in den nächsten Monaten weiter zeigen. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Ich hoffe, es wird auch weiter gut klappen. Okay, das werden wir natürlich sehr gespannt verfolgen, weil du gesagt hast, Stars sagen nicht alles. Vielleicht nur abschließend einen Kommentar von dir jetzt, wenn ich jetzt reinschaue. Rasa als großes Beispiel. Es ist sozusagen
ja sehr nah an euch dran, hast du selber gesagt. Die haben, wenn ich mal reinschaue, 15.000 Club Stars. Ist jetzt auch nicht so viel mehr als hier, 15 Mal mehr, aber die gibt es ja schon viel, viel, viel länger, haben ganz viel Funding eingesammelt. Und vielleicht aber auch ein Zeichen, was du gesagt hast, das ist nicht alles, weil die sind ziemlich am Struggeln gewesen in der letzten Zeit. Also die sind ja zum Beispiel in den allein letzten paar Monaten fast halbiert, was Mitarbeiterzahl angeht. Also bei euch, ihr seid so 15 Leute, ne? Plus, minus? Gerade, ne? Mhm. Genau, und Rasa war, glaube ich, schon bei 200, ja. Und ist jetzt irgendwo so bei 100. Das heißt, sie haben sich so mehr oder weniger halbiert. Vielleicht da nochmal ein Kommentar, auch mit deinem Kontext jetzt, abschließend hier im Podcast. Wie guckst du da drauf? Also, bezogen auf diese Star-Geschichte, ich glaube, was Rasa schön geschafft hat, das muss man Rasa, glaube ich, sehr hoch anrechnen. Die haben in diesem Bereich eine sehr starke Community aufgebaut, die sich nicht nur auf GitHub bewegt. Also dafür muss man alleine beispielsweise mal auf YouTube schauen. Auf YouTube haben die, glaube ich, und das ist für Entwicklertool sagenhaft gut, ich glaube so um die 30.000 Subscriber. Ja, das muss man sich vorstellen. Das ist wirklich, wir sind da gerade so bei 70. Das heißt, da haben wir noch sehr, sehr viel aufzuholen. Das heißt, es gibt eben nicht nur diese Dimension GitHub-Stars, sondern auch noch mehr. Und ich glaube, Rasa hat wirklich da was nicht nur ein Tool, sondern wirklich eine großartige Community aufgebaut. Ich glaube aber wahrscheinlich, und da sind wir als ja doch noch frühphasigeres Startup jetzt gerade von diesem Markttief wahrscheinlich einfach nicht so getroffen wie die sehr groß gefundeten Startups, die schon in ihren Growth-Runden sind. Das heißt, da haben wir, glaube ich, das ist gerade eine sehr schwierige Lage für diverse Startups, sowohl die, die gerade ein Funding einholen wollen, als auch die, die irgendwie jetzt die letzten 2-3 Jahre gesagt bekommen haben, wächst, wächst, wächst und investiert und jetzt muss auf einmal schnell der Hebel umgedreht werden. Ich glaube, das ist eine Situation, da sind gerade, ist gerade nicht nur Rasa, sondern da sind gerade sehr viele andere Startups. Also das hatte ich letztens gesehen von einem Gründer, der viel geraced hat, dass es gerade sowohl die Startups gibt, die jetzt Hälfte der Belegschaft entlassen müssen, weil sie ja eben jetzt ganz schnell auf Geld sparen müssen und schauen müssen, wie sie den Runway irgendwie verlängert bekommen. Und es gibt die Startups, die kurz vor der Marktrezession nochmal eine ganze Menge gesammelt haben und jetzt doch nicht weiter heiern und die haben einen Runway von 20 Jahren oder sowas. Also ein ganz, ganz klasse Beispiel ist da Kell.com, wo ich auch selber, also das ist so ein Open Source Scheduling-Infrastruktur, das heißt also ähnlich wie Calendly, aber halt Open Source. Die haben, glaube ich, auch jetzt eine sehr große Series A kurz vor Marktrezession verkündet und die haben jetzt einen Runway von 20 Jahren sowas um den Dreh. Ja, was für ein Startup natürlich auch unglaublich, unglaublich ungewöhnlich eigentlich ist. Ne? Genau. Das heißt, ich glaube, wir sind da gerade einfach ein ganz, ganz extremen Beispielen. Ja, beziehungsweise die wachsen jetzt so stark und reduzieren damit ihre Runway natürlich auch wieder sinnvollerweise, dass sie jetzt erst recht Gas geben und dann reduzieren auf eine Runway von einem Jahr oder so, wenn sie halt entsprechend einstellen. Ich hatte nur gedacht, weil mein Eindruck war, dass es nicht nur mit der Marktlage zusammenhing, weil der Drop ging so los zum Jahreswechsel circa. So, da war zumindest die aktuelle Krise rund um die Ukraine ja noch nicht aktuell und ich dachte, es ist ja nah bei euch, dass ihr da vielleicht konkrete Learnings draus zieht, wie ihr jetzt vorgeht. So, aber das ist jetzt nicht so konkret. Also du sagst eher, naja, Marktlage aktuell und deswegen Rasa unter anderem, wie viele, viele andere, die wir alle immer hören, in der Presse auch mit Layoffs, in so in dem Space bewegt sich das hier auch. Also was wir auf jeden Fall, sage ich mal, mitnehmen, aber das ist auch für uns jetzt nichts ganz Neues. Wir werden schauen, die nächsten Monate, also selbst bei einem Funding, noch nicht in enorme Hiring-Wellen reinzukommen, sondern wir sind eher, und das wird sich auch noch über die nächsten Jahre zeigen, also wie sich das weiterentwickelt, aber wir werden jetzt erstmal auch versuchen, mit einem schlanken Team weiterzuarbeiten, weil ich glaube, das hat auch nochmal einen Vorteil, dass man in so einem sehr schlanken Team pro Kopf unfassbar produktiv ist, unglaublich effizient. Und ich glaube, das sind so Phasen, wir so Richtung Product Market Fit und ich meine, wir haben, glaube ich, jetzt ein tolles Produkt schon mal gebaut, aber wir werden jetzt natürlich nicht aufhören, daran irgendwie zu iterieren und irgendwie versuchen, immer näher diesem Product Market Fit zu kommen. Ich
glaube, dass da ein schlankes, kleines Team vielleicht sogar sehr, sehr vorteilhaft ist. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall daraus mitnehmen. Das heißt jetzt nicht irgendwie versuchen, das Team mal eben innerhalb von kurzer Zeit zu verdoppeln. Entsprechend, das sind so die Learnings, die wir daraus mitgenommen haben. Aber das hatten wir auch eigentlich von Grund auf irgendwie schon gedacht, dass das, dass wir wirklich groß werden, mitarbeitertechnisch, das eine ganze Weile dauern wird. Okay, top, Johannes. Ich glaube, damit sind wir am Ende des Gesprächs für heute. Werden wir alle gespannt verfolgen. Ich gucke gerade mal rein bei Product Hunt. Kann man hier vielleicht live zugucken, jetzt gerade, ob das hochgeht. So, ja, Upvotes sind jetzt 58, 59 tatsächlich schon, okay. Ja, also bin gespannt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, hat wirklich Spaß gemacht, so früh mal ein Gespräch zu führen. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und vielleicht machen wir nochmal ein zweites Gespräch, ja. Wenn ihr dann nochmal tatsächlich Product Market Fit nochmal anders gefunden habt als jetzt. Jetzt gerade am Anfang seid ihr dabei, ihr habt Traction mit der Community. Und wenn ihr dann nochmal auch umsatzseitig Traction habt, vielleicht machen wir da nochmal ein Gespräch und gucken, wo eure Reise hingeht. Hat mich jedenfalls sehr gefreut, Johannes. Ich wünsche dir noch einen guten Tag. Danke dir, Bernhard. Hat viel Spaß gemacht.